Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wie man vielleicht schon sehen kann, ja, es geht heute um den JBL Testkoffer. Das Ganze heißt Kombi-Set Test von JBL. Ich habe ihn auf Amazon für, ich glaube, 37 Euro gekauft. Und ich sage euch schon mal eins, ihr werdet einige schlechte Bewertungen im Internet finden. Vor allem bei pH-Wert, da man da wohl nicht so gut das ablesen kann, die Werte und die Farben auch nicht so wirklich übereinstimmen bei den Farbtabellen, aber ich bin der Meinung, es ist wirklich super, der Koffer, und ich kann ihn auch weiterempfehlen. So, ich fange ja schon mal an. Also, ich habe ihn jetzt aufgemacht. So. Erst haben wir hier einmal professionelle Wasseranalyse mit JBL. Und dort kann man dann halt eintragen. Das ist so eine Tabelle. Da trägt man dann seine ganzen Messwerte ein, die man gehabt hat. Da auf dem ganzen Blatt sind 14 Messungen drauf. Nicht ganz praktisch. Und auf der Rückseite steht dann nochmal, wie man diesen Wert verhöhen kann, also vermindern oder erhöhen kann. So, dann machen wir weiter. Und zwar mit der, also das ist die Gebrauchsanleitung, da steht nochmal in jeder möglichen Sprache alles drin, genauestens erklärt, wie man das zu machen hat. Also, ja, steht alles nochmal drin, wie man es macht. Hier ist eine CO2-Tabelle, wo sich der CO2 Gehalt irgendwie durch den pH-Wert und durch die Carbonhärte rechnet. Ich habe keine Ahnung. Hier sind die Farbkarten. Ups. Hier sind die Farbkarten. Und es halt sieht dann halt so aus. Es steht hier nochmal eine einfache Anleitung. Hier, wie man hier sieht, ist die einfache Anleitung. Und dann so sieht halt eine Farbkarte aus. Dann so. Es geht hier immer so weiter und weiter und weiter. Also, ich zähle jetzt nicht die ganzen Sachen auf. So, das waren jetzt erstmal die Farbkarten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil. Und zwar zum Kofferinhalt. Ja, der Kofferinhalt. So, jetzt kriegt ihr mir die Stecker auch vor. Nein, so nicht. So ist schlecht. Also, so wird das nicht. Wir machen das von oben. Tut mir leid, wenn der Koffer etwas spiegelt. So. Also hier seht ihr das ganze Kofferzubehör. Hier ist einmal die pH-Flüssigkeit, die Carbonhärte zu messen, das Eisen, der Eisengehalt, Nitrit 1, Nitrit 2, Nitrat 2, Nitrat 1. Eins, das ist ein Pulver, was man mit diesem Löffelchen, das ist so ein Messlöffelchen, so eine Kappe halt, wo man dann halt das abmisst. So. Meine ist jetzt auch egal. So, dann sind hier die drei Reagenzgläser. Hier ist noch eins vom letzten Mal drin. Das müsste ich dann noch ausleeren. Hier. Drei Reagenz. Wieso in einer Anleitung geschrieben sind. Dann ist hier einmal die Spritze und hier einmal noch der Messbecher. So, das war jetzt meine. Achso, und das ist ein, keine Ahnung wie man es nennt, da stellt man dann halt die Gläser rein. So, das war meine kleine Vorstellung von dem JBL Testköfferchen. Wie gesagt, 37 Euro auf Amazon, gibt es auch bestimmt überall anders. Es gibt den auch auf jeden Fall bei Hornbach, das ist der Baumarkt bei uns in der Nähe, und da weiß ich, dass es den gibt, da haben wir auch schon nachgeguckt, aber so. Also, ich habe ihn auf Amazon bestellt, 37 Euro ist wirklich zu empfehlen, meiner Meinung nach. Vor allem für die Anfänger, die sich nicht gleich so ein 80 Euro teures Set kaufen wollen. Also, das war jetzt mein kleines Video zu dem JBL Testkoffer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!